Wir begeben uns in einen höchst üppigen Garten, nämlich den Garten der italienischen Oper. Ja. Wir beginnen jetzt mit Luigi Cherubini und mit seiner berühmtesten Oper Medea. Und der Cherubini ist ein höchst interessanter Bursche. Allein schon aufgrund seiner langen Lebensdauer, also 80 Jahre alt geworden, hat mehrere Kulturepochen durchlebt und mitgestaltet und hat erstaunlich viel Lob von seinen Komponistenkollegen gekriegt. Zuerst haben wir uns mit Sakralmusik beschäftigt. Das Thema ist jetzt abgehakt und dann habe ich einmal gefragt, wollt ihr Opern hören, italienische? Haben sie gehört, schon vorne gesagt, ja, das nehmen wir. Das Recherchieren ist für mich unheimlich interessant. Also für mich ist ein reiner Genuss. Und was für mich das Schönste ist, wenn die Leute mit geschlossenen Augen und einem Lächeln zuhören. Das ist für mich der Hit. Immer am letzten Mittwoch in einem Monat um 19.30 Uhr, außer zu Weihnachten, zu Ostern und während der Sommerferien. Aber sonst immer. Cool.